Herzlich willkommen zum Unbesiegbar Podcast, ihr lebenden Legenden da draußen. Mein Name ist Nex, das hier ist der Unbesiegbar Podcast und auf der anderen Seite ist die unglaubliche Jasmin. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben ein spannendes Thema mitgebracht heute für euch, nämlich das Thema Einsamkeit trotz Erfolg. Und das wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen, um mal zu verstehen, hey, was steckt denn eigentlich dahinter und wie sieht das denn aus innerlich, wenn ich erfolgreich bin, aber mich trotzdem einsam fühle? Genau, ist das ein Problem? An welchen Stellen? Was kann ich dagegen tun? Und was ist aber vielleicht auch, wenn ich mich so fühle, vielleicht auch einfach in Ordnung daran, dass es so ist, wie es ist? Und dann schauen wir mal, absolut, wo die Reise hingeht heute. Absolut, vor allen Dingen, wir coachen ja tagtäglich, sage ich mal, wir lösen innere Konflikte auf, innere Kämpfe, und anhand dieses Satzes, Einsamkeit trotz Erfolg, sieht man ja im Endeffekt schon, da gibt es einen inneren Konflikt irgendwo, und deswegen können wir dazu auf jeden Fall viel erzählen. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du dir das jetzt anhörst, dass du in deinem Leben schon mal irgendwas ja aufgebaut hast, du hast ein Ziel erreicht, du hast dich erfolgreich gefühlt danach, aber dann hast du gemerkt, ey, irgendwie ist es das auch nicht. Eigentlich geht es mir doch um irgendetwas anderes. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann ist dieser Podcast, diese Folge auf jeden Fall genau richtig für dich. Und wir können dir auch so ein bisschen aufschlüsseln, was da einfach auf logischer Ebene dahinter steckt, wenn man sich so fühlt. Also wenn man erfolgreich ist, aber irgendwie fühlt man sich innen drin leer, einsam, ist nicht zufrieden, das, was ich da erreicht habe, ist doch nicht das, was ich wirklich wollte, dann ist das auf jeden Fall eine perfekte Folge für dich. Und ich werde auch eine kleine persönliche Geschichte erzählen, habe ich selber erlebt, genau so etwas, worüber wir heute sprechen, und du vielleicht ja auch, Jasmin, ich weiß nicht. Also ja, ich glaube, bei mir ist das ein bisschen anders, also nicht so dieser Standardweg, aber tatsächlich, also was heißt Standardweg, den gibt es ja sowieso nicht. Genau, vielleicht nicht so das, was man als allererstes so damit verbindet, Einsamkeit trotz Erfolg, aber definitiv, also ich kenne dieses, du hast was erreicht und dann verbindest du damit bestimmte Dinge und denkst, ja, das ist jetzt, hast jetzt ein großes Ticket gelöst, denkst, hey, das bringt mich jetzt dahin, wo ich gerne sein möchte, dieser Erfolg bringt jetzt XYZ mit sich mit und damit wird es jetzt einfach, und dann zu merken, hey, okay, so ist das aber einfach gar nicht. Und was ich definitiv sagen kann, dass ich das schon relativ früh in meinem Leben erlebt habe und damit verbunden auch große Enttäuschung und deswegen aber dann auch andere Entscheidungen getroffen habe, weil ich gemerkt habe, okay, diese Sachen bringen mir ja gar nicht das, was ich gerne möchte, und deswegen muss ich hier irgendwie was anderes machen. Ja, super spannend, super, super spannend auf jeden Fall, vor allen Dingen, dass du dann auch so früh schon in deinem Leben gemerkt hast, da ja, bin ich sehr gespannt drauf. Einsamkeit trotz Erfolg, darum geht's ja. Da sind ja im Endeffekt zwei wichtige Wörter drin, und zwar einmal Erfolg und Einsamkeit, und das stellt ja im Endeffekt auch den inneren Konflikt dar. Und da ist natürlich mal die erste wichtige Frage, was ist denn eigentlich Erfolg? Und Erfolg ist ja höchst individuell. Also der eine sagt vielleicht, ich möchte ein Unternehmen aufbauen mit Milliarden umsetzen, Millionen umsetzen, mit 40 Mitarbeitern. Der andere sagt, ich will vielleicht meine Kunst rausbringen und ein großer Künstler werden. Der andere sagt, hey, ich möchte Familienvater sein oder ich will eine Mutter sein, eine Familie haben. Da gibt es ja so viele Wege, die man gehen kann und wo man für sich dann sagt, hey, ich bin erfolgreich, oder vielleicht auch im sportlichen Bereich. Da sehe ich mich jetzt so gerade, habe da so meine Ziele mit dem Ultrarunning, was ich mache. Und was ist eigentlich Erfolg? Jasmin, was würdest du sagen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also, und das ist eine wichtige Frage. Denn wenn ich jetzt sage, ich will Erfolg, dann muss ich ja erstmal definieren, was das eigentlich ist, um da anzukommen, wo ich wirklich hin möchte. Ja? Weil wenn ich sage, ich will jetzt verreisen und ich sage einfach nur, ich gehe auf Reisen, aber ich definiere gar nicht genau, was denn eigentlich eine schöne Reise für mich ist, ja, dann gehe ich ins Reisebüro und sage, ich will verreisen, dann kriege ich am Ende vielleicht eine Reise nach Norwegen, aber ich mag es gar nicht so kalt. Ja? Nein, bitte nicht in die Kälte. Genau, ich will aber eigentlich irgendwo hin, wo es warm ist, und das ist für mich ja eine anständige Reise. Und beides nennt sich Reise, aber ob ich jetzt nach Marokko reise oder nach Norwegen, sind halt völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Genau, deswegen, was ist Erfolg?
Das bedeutet in meiner Welt etwas zu erreichen, was auch nicht so ganz einfach ist, ja, wofür man sich bemühen muss. Und genau, etwas, was einen zufrieden macht, würde ich sagen. Ja, also man hat etwas davon, bestimmte Vorteile. Das verbessert die eigene Situation auf jeden Fall. Und dann gibt es halt, ne, gesellschaftliche Definitionen, so etwas wie ein gefülltes Bankkonto oder ja, vielleicht auch ein Eigenheim oder bestimmte Abschlüsse kann man auch als Erfolg definieren. Und dann kann es aber auch so etwas sein wie ein erfülltes Leben. Ja? Ein Leben, das mich glücklich macht. Ein Leben, wo ich, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, das ist eine Vorstellung, die ich hier immer ganz cool finde, und ich liege auf meinem Sterbebett und dann frage ich mich, also dann sehe ich mein Leben vor mir und ich denke, yo, ich habe dieses Leben gelebt und ich gehe mit nicht so viel Reue aus diesem Leben, sondern ich gehe mit den ganzen Erinnerungen, mit den ganzen Chancen, die ich ergriffen habe, und das bedeutet für mich Erfolg. Ja. Genau. Das klingt sehr, sehr schön. Vor allen Dingen dieses Bild hatte ich auch schon selber sehr oft. Und ist ja auch, sage ich mal, ein typisches Bild, ne, dass man sich so vorstellt, hey, wenn ich auf dem Sterbebett liege, dann möchte ich halt einfach nichts bereuen. Das finde ich, ja, finde ich ein schönes Ziel, das zu haben. Und du hast was Gutes gesagt, und zwar hast du das Wort Erfüllung in den Mund genommen. Und Erfüllung ist für mich etwas, das ist so allumfassend, weil, wir haben ja verschiedene Grundbedürfnisse. Alle Menschen haben dieselben Grundbedürfnisse und verschiedene davon sind mehr oder weniger wichtig für jemanden. Der eine hat vielleicht das Grundbedürfnis Verbindung ganz oben. Also für ihn ist es wichtig, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Dem anderen geht es vielleicht eher um Signifikanz, sich bedeutungsvoll zu fühlen. Bei dem anderen ist es vielleicht eher, hey, ich muss mich sicher fühlen. Bei dem anderen ist es dann wiederum, ich will einen Beitrag leisten, ich will dieser Welt dienen. Und wenn wir von dem Wort Erfüllung sprechen, dann ist das so allumfassend, dass man irgendwie ganz viele dieser Grundbedürfnisse so einen Check dran gemacht hat und sagt, ja, okay, ich habe alle zu einem gewissen Maß wirklich erfüllt. Vielleicht bin ich so in die Mitte gekommen mit allen und bin da auch nicht wirklich so in einer Disbalance, dass man wirklich von Erfüllung sprechen kann. Und wenn wir aber von Erfolg sprechen, ist das für mich noch ein bisschen was anderes als Erfüllung. Erfüllung ist für mich so allumfassend und Erfolg, das kann auch in diesen Teilbereichen, zum Beispiel im Thema Verbindung, eine Beziehung aufbauen. Dann bin ich erfolgreich in der Beziehung, aber vielleicht bin ich überhaupt nicht erfolgreich mit meinen Finanzen zum Beispiel. Ne? Oder ja, Umgekehrt, bin erfolgreich mit meinen Finanzen, aber bin halt in Beziehungen komplett der Loser und muss da viel lernen. Und dann setze mir da meine Ziele und erreiche die dann und dann bin ich quasi erfolgreich. Und Erfüllung ist so allumfassend, dass ich wirklich alle dieser Grundbedürfnisse zu einem gewissen Grad erfüllt habe, sodass ich ja wie so ein absolutes Ziel, sage ich mal, erreicht habe. Genau. Und da ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wenn man sich ein Ziel setzt ganz zu Anfang und sich jetzt sagt, hey, ich will erfolgreich werden oder ich bin erfolgreich, welche dieser Grundbedürfnisse sind für dich denn wichtig? Also was sind so, weißt du überhaupt, welche dieser Grundbedürfnisse für dich am wichtigsten sind in deinem Leben? Ja, und das finde ich jetzt hier erstmal ganz spannend, weil da und wichtig, diese Erkenntnis, okay, wir haben alle Grundbedürfnisse, ja. Also, okay, das ist, manch einer sagt vielleicht, ja, ist ja logisch. Essen, Trinken, Schlafen, das sind so die physischen Grundbedürfnisse. Aber dann gibt es eben auch weitere Grundbedürfnisse. Du hast 4 davon schon genannt, die sind jetzt nach Tony Robbins. Also, ich wiederhole nochmal, einmal die Signifikanz, ja, also dass ich anerkannt werde, und das nächste Verbindung, also dass ich mich ja in Verbindung befinde mit Menschen, dann Bedürfnis nach Sicherheit, ja? Emotional, dass ich mich sicher fühle, aber auch sicher im Außen, also da können wir die materiellen Bedürfnisse auch mit runterpacken, und dann auch, das gehört auch noch mit dazu, ein Bedürfnis nach Abwechslung, nach Veränderung. Ja, also dass ich eben auch wieder immer wieder was Neues will. Uns wird ja halt auch einfach langweilig, wenn es immer stabil ist und nichts Neues dazukommt. Und dann dieses Beitrag leisten und persönliches Wachstum gehört auch noch dazu. Ja.
diese 6 verschiedenen Grundbedürfnisse und jetzt habe ich einfach den Faden verloren. Ja, du wolltest einfach nochmal die Grundbedürfnisse auflisten, so ist es doch, oder? Genau. Das ist auch gut, weil ich habe nicht alle genannt. Genau, und die Frage an dich da draußen ist im Endeffekt, weißt du, welche von dieser Grundbedürfnissen einfach für dich am wichtigsten sind? Und man spricht so davon, dass wenn du das weißt, also wenn es wirklich die Grundbedürfnisse sind, weil manche sagen auch einfach, ja, Sicherheit oder Wachstum oder Verbindung, aber eigentlich wollen die auch was ganz anderes im Leben und das ist halt super, super spannend. Aber dadurch, dass sie innere Kämpfe mit sich austragen, wissen sie auch eigentlich gar nicht, was sie wirklich tief innen drin wollen. Also das ist so, wie an der Oberfläche zeigt sich vielleicht ein ganz anderes Grundbedürfnis als dann in der Tiefe. Zum Beispiel, ich kann da gerne mal die Geschichte von mir erzählen. Mir ging es ganz lange im Leben, also früher, bevor ich Coach war, habe ich gerappt. So, und ich erzähle jetzt mal diese Geschichte, weil diese Geschichte war viel emotionaler für mich als andere Geschichten, wo ich das auch erlebt habe. Weil ganz lange Zeit in meinem Leben wollte ich Rapper sein. Ich wollte auf Bühnen stehen, ich wollte ja einfach den Applaus haben natürlich. Und als Rapper hat man ja auch so ein gewisses Image, ne? Dass man halt einfach hart sein muss und keine Ahnung, so, ihr kennt das. So, und ich wollte Rapper sein. Und ich habe dafür hart gearbeitet, wirklich hart gearbeitet. Wir haben also zusammen mit meinem Rap-Kollegen damals haben wir, ich glaube, 2, 3 Alben produziert. Wir haben regelmäßig Auftritte gemacht. Unsere Auftritte waren auch wirklich Bombe. Also ich sage bis heute, es gibt niemand, der einen besseren Auftritt macht als wir. Und irgendwann sind wir dann zu einem Punkt gekommen, also das war für mich groß. Ne? Also ich spreche hier von Erfolg, weil wir haben ganz, ganz langsam angefangen. Erster Auftritt, den wir hatten, war zum Beispiel auf einer Hochzeit. Da haben wir gemerkt, okay, den Leuten gefällt, was wir machen jetzt weiter. So, ne, haben Applaus bekommen. Dann haben wir Auftritte gemacht in so Kleinstädten. Ja, also ich komme aus einer Kleinstadt und da sind viele Leute auch nur wegen uns gekommen. So, und ich dachte, boah, geil, es geht so los. Aber das ist ein Weg über Jahre. Und irgendwann standen wir dann in einer Olympiahalle in München und sind vor 1000 Leuten aufgetreten und so ein Flutlicht auf dich gerichtet, dass du die Leute gar nicht siehst. Du siehst die gar nicht. Du hörst sie halt nur später, wenn sie dir Applaus geben. Und wir stehen da unten und performen halt unseren Song. Und danach haben wir uns wirklich gefühlt so wie Könige. Und beim Auftritt auch. Wir wurden auch ins Hotel eingeladen. Das haben wir davor nie erlebt, ne? Nie erlebt. Sowas einfach. Ein schönes Hotel gehabt, alles bezahlt. Und wir machen da unseren Auftritt. Und wir haben uns so gefühlt wie Stars, sag ich mal. Und auch die anderen Leute, wie die uns angeguckt haben, dann gab es da oben auch so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also es war eine Sportarena und oben ist ja so ein Cube, ne, so ein Würfel wo, mit einem Display drauf und da wurde auch regelmäßig so unser Musikvideo halt drauf abgespielt und so. Das ist ein geiles Gefühl gewesen. So, und das ist im Endeffekt das, was ich jahrelang wollte. Was ich jahrelang wollte. Aber ihr glaubt nicht, was dann passiert ist. In dieser Nacht nach dem Auftritt liege ich da im Hotelzimmer, alles schön, alles wunderbar, du hast gerade diesen Auftritt gehabt und ich liege da und ich fühle mich wie der einsamste Mensch auf diesem gottverdammten Planeten. Und ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Das ist doch das, was du dein Leben lang wolltest, also gefühlt mein Leben lang. Und dann liege ich da. Und ich fühle mich beschissen. Ich fühle mich beschissen. Und damals war das so schlimm für mich, weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe das einfach nicht verstanden. Heute kann ich dir logisch aufschlüsseln, was da passiert ist. Aber früher, das war schlimm für mich. Ja. Ja, absolut. Also das ist, genau, ist eine, das heißt, schöne Geschichte. Also ja, es ist eine... Ja, ein gutes Beispiel, ne? Dass man erreicht etwas und mit in seinem Kopf hat man ein gewisses Bild aufgebaut, was dann passiert, wenn man das erreicht hat, wie man sich dann fühlt. Das bedeutet, man verknüpft auf emotionaler Ebene diesen Erfolg mit etwas. Und das passiert ja ganz oft, wenn ich das und das erreicht habe, dann fühle ich mich so und so. Wenn ich das und das erreicht habe, dann machen Menschen das und das und das. Wenn ich das und das erreicht habe, genau, dann stehen mir die und diese Türen auf und dann komme ich da an und merke vielleicht, okay,
so wie ich mich gefühlt habe, das ist das ja gar nicht. Also das passiert ja gar nicht dann. Also ich habe das erreicht, aber das, was ich mir dann vorgestellt habe, was dann passiert, so ist das ja gar nicht. Ja. Also dieses, ich fühle mich ja einsam. Genau. Und damit habe ich nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und danach muss ich auch sagen, hat das so alles angefangen zu bröckeln nach dieser Erfahrung, weil auch dann mir mehr und mehr klar wurde, also es ist ein Prozess, dass das nicht das ist, was ich will für mein Leben. So, ne? Und das ist so spannend gewesen, weil jahrelang bist du auf diesem Weg und gibst so alles, du opferst dich auf, auch dafür, und verzichtest auf so viele Sachen, um das irgendwie möglich zu machen, weil es viel, 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 viel Arbeit ist, das aus eigener Kraft irgendwie zu schaffen. Und dann, ja, dann hast du das erreicht und du merkst, das ist gar nicht, mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Mir ging es mehr um einen Beitrag leisten, wenn wir jetzt von den Grundbedürfnissen sprechen, ne? Mir ging es um Signifikanz und auch persönliches Wachstum durch die Musik. Aber dann, in diesem Moment, in diesem Hotelzimmer, wo ich mich so einsam gefühlt habe, ging es mir nur um Verbindung. Nur um Verbindung. Ich hätte mir gewünscht, dass ich einfach nicht alleine wäre. So. Und ich würde sogar sagen, dass, wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf eine spirituelle Ebene auch heben, Verbindung ist eines der oder das wichtigste Grundbedürfnis überhaupt. Und wenn das nicht auf eine gesunde Art und Weise befriedigt ist, dann kannst du es, also meines Erachtens kannst du es durch nichts in der Welt kompensieren, weil wir Menschen darauf ausgelegt sind, uns zu verbinden. Also alleine wie wir entstehen durch Verbindung Mann und Frau, dann sind wir 9 Monate verbunden mit unserer Mutter. Ja? Und dann werden wir großgezogen von klein auf. Wir sind ja Opfer, wenn wir auf die Welt kommen und brauchen die Verbindung zwischen Mama und Papa, diese emotionale Verbindung auch. Ja. Und je nachdem, ob sie stabil war, instabil, natürlich hat das Vor- und Nachteile etc., das schließen wir jetzt mal aus, aber wir sind Wesen, die dafür ausgelegt sind, uns zu verbinden. Und meines Erachtens ist Verbindung das allerwichtigste Grundbedürfnis und du kannst es mit nichts auf der Welt kompensieren. Und das wird sich immer wieder zeigen in deinem Leben, egal was du erreicht hast, wenn dieses Grundbedürfnis nicht passt, alle anderen sind mehr oder weniger hinfällig. Weil wenn du eine starke und gesunde Verbindung hast, dann ist es im Endeffekt egal, wie viel Geld du hast. Natürlich nicht egal, ja? Also Geld ist wichtig, Sicherheit, ja, dass du dir Sachen kaufen kannst. Aber wenn du eine Familie hast, wo du gerne hinkommst, du dich fühlst dich verbunden und ihr lacht alle zusammen, das ist schöner als all das Geld dieser Welt, weil das ein schöner Moment ist, den du dann erlebst mit deiner Familie oder alles, was du dir kaufen könntest, wenn wir davon sprechen oder alles, was du auch erreichen könntest. Wenn du eine stabile, gesunde, und ich spreche, das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden, eine gesunde Verbindung hast, das ist so unfassbar wertvoll für dein Wachstum, für deine Weiterentwicklung, auch für deine Signifikanz. Also das kannst du, durch eine gesunde Verbindung kannst du all diese anderen Grundbedürfnisse fast so befriedigen, aber andersrum nicht. Du kannst nicht durch Geld das Bedürfnis der Verbindung zum Beispiel befriedigen. Oder durch einen Auftritt, den ich jetzt hatte vor 1000 Menschen, die du aber gar nicht kennst und du fühlst dich halt eben nicht verbunden. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, das ist das stärkste Grundbedürfnis überhaupt. Und deswegen auch kein Wunder, dass wenn man sich, also ich wusste das ja vorher nicht, ne? Dass dieses, all das, was ich jetzt erzähle, ja, kann ich jetzt klugscheißen, weil ich es weiß. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich es überhaupt nicht und dachte, ich mache schon irgendwie das Richtige und nachher ist man schlauer und weiser. Und deswegen, ja, wenn ihr dann draußen seid und euer Ding macht und eure Ziele erreicht, will ich euch einfach nur ans Herz legen, vergesst niemals auch dieses Grundbedürfnis der Verbindung und wie wichtig das eigentlich für uns Menschen ist. Und bei mir hatte das Gründe, auch ganz viele innere Konflikte, warum ich überhaupt gar nicht in der Lage war, das zu sehen, zu erkennen, mich auf andere Menschen auch einzustellen, zu öffnen etc. Da gehört ja viel dazu, was man können muss, damit man eine schöne, gesunde Verbindung erlebt. Und aufgrund von inneren Konflikten ist das oftmals aber auch gar nicht möglich. Genau. Ja, wow. Also ich fand, das war jetzt schon richtig tief einfach auch. Also wirklich tief. Da geht es ja um etwas, was uns tief menschlich betrifft. Ja. Ja. Und etwas, wo wir in unserer Menschlichkeit also ja, wo wir eigentlich zu so einem Kern kommen, ne? Was ist der Mensch? Und diese Erkenntnis, wir sind soziale Wesen.
Und wir brauchen diese Verbindung. Das ist tief, tief in uns drinne. Und wenn wir keine liebevollen, gesunden Verbindungen haben, dann ist das ein Schmerz. Und das ist so wie ja, dieser Schmerz in diesem Herzen. Und ein Herz kann man nicht heilen, indem ich Geld drauf werfe. Ein Herz kann ich nicht heilen, indem ich ja, mir bestimmte Dinge kaufe. Und ich werde mich vielleicht eine Zeit lang belügen können, wenn ich Geld nutze, um mir Verbindung zu, ja, oder Anerkennung zu schaffen, aber ich fühle doch innerlich, ist das echt? Und wenn das Geld nicht mehr da ist, sind die Leute dann wirklich noch da? Und ja, oder nicht nur auch Geld, ne? Auch, dass du Leistung bringst, einfach nur, ne? Also genau, das kann ja auch sein, es können ja so viele Sachen sein. Vielleicht hast du dein Leben lang einfach gelernt, ich muss was leisten, damit zum Beispiel meine Eltern, ja, mit mir in Verbindung gehen und mir, ja, Emotionen, sage ich mal, schenken, die positiv sind. Und dann hörst du auf einmal auf zu leisten, ne? Absolut. Ne? Und ich will das gar nicht jetzt auch so schlecht reden nach dem Motto, Geld bringt nichts oder Leistung ist nichts wert oder das ist doch, nee, überhaupt nicht. Das ist, Leistung ist wichtig, Geld ist wichtig, ja, Bildung ist wichtig, diese ganzen Dinge sind wichtig. Und oftmals aber, wenn unser Herz verletzt ist, dann bauen wir uns so eine Idee von, wenn ich nur 1, 2, 3, 4, 5 habe, dann kriege ich diese Verbindung, dann bekomme ich, also dann, das würde mein Herz heilen. Und das ist halt einfach nicht wahr. Mhm. Und das sind aber dann auch, ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter, oft entwickeln wir diese Ideen aber, ich muss 1, 2, 3, 4, 5 erreichen, wenn wir Kinder sind oder wenn wir Jugendliche sind. Mhm. Ja? Wenn wir in Situationen sind, wo wir merken, boah, so das an Verbindung, was ich mir wünsche, das bekomme ich gar nicht. Das an Aufmerksamkeit, was ich mir wünsche, das bekomme ich gar nicht. Aber wenn ich 1, 2, 3, 4, 5 mache, bestimmt kriege ich das dann. Und das sind Prozesse, die laufen nicht immer bewusst ab, ganz oft halt unbewusst, dass ich das halt lerne. Wofür kriege ich Aufmerksamkeit? Und ich sehe irgendwen, der bekommt viel Aufmerksamkeit. Er hat vielleicht, ja, weiß ich nicht, tolle Markenklamotten, macht einen auf dicke Hose und der kriegt all die Aufmerksamkeit. Und so lerne ich dann, okay, wenn ich so bin, dann kriege ich die Aufmerksamkeit. Na, dann kriege ich, dann denke ich, ich kriege dann diese Verbindung. Und dann laufe ich den Dingen nach. Also, genau, suche mir die Lösung. Und auch das ist nicht schlecht. Ja? Weil ich ja in dieser Situation einen Schmerz habe und Lösungen entwickle, ja, um diesen Schmerz zu heilen und mich dann anstrenge, bestimmte Dinge auch erreiche, von denen profitiere ich dann. Aber diese Illusion, dass Menschen mich dann lieben, so wie ich bin, das ist und bleibt halt eine Illusion. Also dieses Bedürfnis werde ich damit nicht authentisch erfüllen können. Ja. Das ist genau das, was ich eben im Endeffekt auch schon angedeutet habe. Also du kannst dieses Grundbedürfnis durch nichts anderes kompensieren, ne? Also das Bedürfnis nach Verbindung. Es ist egal, was du tust. Ob dein Weg jetzt Geld ist, ob dein Weg jetzt, keine Ahnung, Erfolg im Sport ist, ja, ob das irgendwie eine Position ist, die du erreichst in deinem Leben, ob du dir ein Unternehmen aufbaust mit, keine Ahnung, 40 Mitarbeitern und hast Millionen Umsätze, ob es was ganz anderes ist, dass du jetzt auf Reisen gehst und alle bewundern dich dafür, dass du auf Reisen bist, im Ausland wohnst und da alleine dein Ding machst, aber du bist halt am Ende des Tages vielleicht alleine und gar nicht glücklich. Ja. So, und da ist ganz wichtig dann zu erkennen, also wenn du dich damit identifizieren kannst, mit diesem Problem, dass man nicht mehr vor diesem Problem wegläuft, ja, sondern quasi erkennt, es ist egal, was ich tue, Verbindung bedeutet, dass ich in Verbindung gehe mit anderen Menschen. Ja? Und zwar auf einer Herz-zu-Herz-Ebene oder Seelen-zu-Seelen-Ebene, weil wir sprechen ja von einer gesunden, tiefen Verbindung, die ich da entstehen lassen will. Und das ist am Anfang natürlich, wenn du innere Konflikte hast, was das Thema Verbindung angeht, brutal schwer. So, ne? Vielleicht hast du in deinem Menschen, hast du noch nie einen Menschen kennengelernt, den du wirklich vertraust, wo du dich fallen lassen kannst, wo du wirklich du sein darfst, wo du deine Maske abnehmen darfst. Und du wirst dafür geliebt, für diesen Menschen oder anerkannt und bekommst Respekt dafür, für den Mensch, der du wirklich tief innen bist, dass du auch lernst,
ich muss mich nicht mehr verstellen. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstellen. Ich kann das auch nicht mehr. Und der andere, der respektiert das, der liebt das, der sieht das, der will das sogar, dass du selbst bist und wünscht sich das Beste für dich. Und die meisten Menschen haben das ja nie erlebt, sowas. Also ich würde sagen, das sind die meisten Menschen, die das nie erlebt haben, so etwas. Dass sie wirklich einen Mensch getroffen haben, der sie dafür liebt, wer sie wirklich tief innen drin so sind oder der das zumindest hervorkitzeln möchte und wirklich das Interesse hat an den richtigen Menschen, der dahinter dieser Maske sitzt, die wir alle tragen im Alltag. Müssen wir nicht labern, wir alle haben das. Ja. Arbeitsleben oder keine Ahnung, wenn wir irgendwie draußen im Umfeld sind, setzen wir alle irgendwo eine Maske auf, besonders dann vor fremden Menschen, die wir noch nicht kennen. Ist ja auch klar, ist ja logisch, da haben wir auch einen Schutzmechanismus. Aber dass wir zumindest ein, zwei Menschen in unserem Leben haben, wo wir merken, das ist wirklich, also das ist eine richtige Form von Verbindung, dass wir dahin kommen und dazu, wenn ich diese inneren Konflikte habe, dann muss ich die lösen. So, ne, wenn ich jetzt sage, ich habe Angst vor Menschen zum Beispiel, mich zu öffnen, ich habe Angst, dass ich verletzt werde von Menschen. Du kannst dir diese Verbindung niemals kaufen, durch keine Abschlüsse, wie gesagt, durch kein Geld, durch nichts auf dieser Welt kannst du dir das kaufen oder kannst du es kompensieren. Du musst dich öffnen. Du musst lernen, dich zu öffnen, du selbst zu sein, erstmal zu dir selber zu stehen, das Gefühl haben, dass du dich öffnen kannst. Das ist wie ein eigenes Universum, was da dann sich aufmacht. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel erfolgreich sein willst im Business, dann musst du ja Verkauf lernen, du musst Marketing lernen, etc. Ja, wenn du erfolgreich in Verbindung sein willst, dann musst du lernen, dich zu öffnen. Du musst lernen, wie schaffe ich Vertrauen durch die Wahrheit, indem ich die Maske fallen lasse. Du musst lernen, dein Herz sprechen zu lassen und nicht dein Kopf die ganze Zeit, der versucht, dich zu beschützen zum Beispiel, was manchmal auch gut ist, ja, also es ist kein nur das oder nur das, so, aber da gehört viel dazu. Das ist quasi wie, was ich sagen will, das sind wie Bausteine, die ich lernen muss, um eine vernünftige Verbindung zu bekommen und dass ich halt eben nicht mehr einsam bin. Ja, also tackle dieses Thema der Einsamkeit und nichts anderes, wenn das so wichtig für dich ist. So, ja, also nichts anderes, mach auch weiter dein Geld, ja, sicher dich ab, etc., erreiche deine Kunst, deine Sportprojekte, alles, was du machst, aber darum geht's ja dann und das muss getackelt werden, genau. Ja, und ich finde es wichtig zu sagen, das Einzige, was du brauchst, ist die Bereitschaft, das lernen zu wollen, dich öffnen zu wollen und auch zu lernen, wann öffne ich mich und wann ist es eben auch gut, mich nicht zu öffnen. Ja. Weil diese Masken, die du angesprochen hast, das ist ja nicht so, dass ich jetzt niemals verletzt werde, wenn ich zeige, wer ich wirklich bin, dass jeder dafür Verständnis hat für meine Schwächen oder wenn ich mal was nicht kann. Ja, also es gibt ja Menschen, die dann auch anfangen abzuwerten, ja, wegen ihrer eigenen Themen und ihrer eigenen Geschichten, ja, und ihrer eigenen Vorstellung von was okay ist und was nicht in Ordnung ist. Aber das ist, wie du gesagt hast, es ist halt ein Prozess, dass ich das lernen muss. Genau. Wenn ich das halt zum Beispiel in meiner Ursprungsfamilie nicht gelernt habe, ja, ne, und das suche ich mir ja nicht aus, wo werde ich da reingesetzt, dann muss ich das eben lernen. Und dafür muss ich testen, prüfen, mit welchen Menschen geht das und mit welchen eben auch nicht. Also das ist hier auch kein Schwarz oder Weiß. Also so hier, alle Menschen sind böse, ich muss mich verschließen. Oder oh, alle Menschen sind super, ich kann mich öffnen und niemand wird reinstechen, wenn ich mich verletzlich zeige. Das ist ja auch nicht wahr. Ja. Ja, dann sind wir auch wieder in einem anderen Extrem. Genau. Ne? Und aber da in der Mitte, es gibt da irgendwo Menschen, mit denen kann ich mich verbinden, aber manchmal muss ich eben auch eine ganze Weile suchen, bis ich da auch einen sicheren Punkt finde. Und das ist dann etwas, wenn ich das aber gefunden habe, das bringt eine ganz neue Qualität in mein Leben rein und ja, einfach auch eine ganz andere Ruhe und eine ganz andere auch Erfüllung, würde ich sagen. Ja. Und das ist was Wunderschönes, weil ich dann wirklich bei mir ankomme. Ja, und dann auch nochmal anders auf die Dinge schauen kann, die ich da gerade so mache, die vielleicht mehr unter die Definition Erfolg fallen. Und mich dann fragen kann, hey, warum mache ich das eigentlich? Wofür
ja, wofür will ich das? Weil jetzt habe ich also diesen Punkt, wo ich diese Erfüllung habe, wo ich die Verbindung habe, der ist jetzt abgehakt. Und das andere, was ich vorher geglaubt habe, erfüllen zu müssen, um anerkannt zu werden, um geliebt zu werden, habe ich das eigentlich gemacht, um anerkannt zu werden und geliebt zu werden? Oder ist es eigentlich wirklich meins? Also ist das was, worauf ich Bock habe? Ja. Oder ist es jetzt Zeit, meine wertvolle Lebensenergie mit was anderem zu verbringen? Oder eine Mischung, ja, ein bisschen nachzujustieren. Genau. Ja, ist absolut heilsam auf jeden Fall, wenn man ja so eine Verbindung hat. Und ich würde behaupten, dass du dadurch dann halt, wie du gesagt hast, die, also wenn das befriedigt ist, dann strahlt das wie so in alle anderen Lebensbereiche halt eben aus. Und davon profitiert alles andere. Alle anderen Grundbedürfnisse im Endeffekt profitieren davon. Weil eine, und das ist halt auch so wirklich, wirklich ein, boah, das ist so ein krasses Symbol dafür, wie wichtig eine gesunde Verbindung ist und wie wichtig es ist, sich zu verbinden. Wenn wir mal die, ja, wir gehen jetzt in einen Bereich, da geht es nicht mehr um Blockaden, ne? Also ich habe da irgendwie, keine Ahnung, eine leichte Blockade, die mich daran hindert, irgendwie zu telefonieren jetzt zum Beispiel, ne? Sondern wir sprechen jetzt von ganz, 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 ganz krassen Traumatisierungen, die man erlebt im Kleinstkindalter, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder noch schlimmere Sachen, psychischer, körperlicher, einfach kranker Missbrauch, schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und man spricht davon, dass es reicht, eine Person zu haben, ja, eine einzige feste, gesunde Bindungsperson reicht, damit diese Person, die halt, oder das Kind, sage ich mal jetzt, dass das erlebt, nicht dissoziiert, also sich nicht abspaltet von sich selber, bedeutet das im Endeffekt. Dass eine gesunde Beziehungsperson reicht. In anderen Worten, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie man das verständlich ausdrückt, fällt dir da was ein? Dissoziieren, wie man sich das leicht? Ja, also im Prinzip ist das ja so ein, also dissoziieren heißt ja spalten und im Prinzip ist das ein Prozess, wo ich mich ja selber verlasse. Ja. Das ist sehr gut, sich selber zu verlassen. Ja. Genau, weil wenn ich jetzt Schmerzen erlebe und ich habe eine Person, mit der ich mich verbinden kann, dann hilft mir diese Person, mich zu beruhigen, ja, begleitet mich durch diese schmerzhaften Gefühle, erklärt mir auch die Welt. Ja, dann hilft diese Person mir, diese Gefühle zu verarbeiten. Dann ist es trotzdem schwer, ja, aber ich kann das besser verarbeiten und ich verstehe auch, meine Situation ist schwer. Und das, da hilft mir jemand, das auch zu ordnen. Und genau, ich habe ein Konzept, eine Idee, okay, es gibt gute Menschen, ja, die unterstützen mich. Es gibt auch böse Menschen, die sind nicht gut für mich. Aber ich habe eben auch diesen sicheren Hafen. Und das hilft halt total. Wenn ich das aber nicht habe, muss ich diesen Schmerz in mir selbst irgendwo wegbuddeln. Ja. Also irgendwo wegpacken, weil ich den ja nicht verarbeiten kann. Ich habe keine Person, die mich dabei begleitet. Und auch um unsere Gefühle zu regulieren, um unsere Gefühle zu verarbeiten, brauchen wir als Kinder eine andere Person. Das können wir nicht alleine. Ja, wir brauchen jemand anders, der uns begleitet. Wenn ich das aber nicht habe, dann packe ich das weg. Und oft eben viele, 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 viele Male. Ja. Und mit jedem Mal, dass ich das sozusagen wegpacke, trenne ich mich auch ein Stück weit von mir selber. Ja. Genau, und dann bin ich halt später im Leben. Also, und das ist das Beste, was ich tun kann, ja, um durch diese Situation zu kommen, weil wenn keiner da ist, ist halt einfach keiner da. Was soll ich denn machen? Ja, ich kann mir ja kein Herz zaubern, kann ich einfach nicht. Genau. So, ja. Und dann bin ich aber ein Stück weit von mir getrennt und das verursacht eben auch Schmerz. Und das kann man aber auch heilen, ja, also indem ich eben den Weg zu mir zurückgehe und mich wieder verbinde. Genau. Mit diesen ganzen Anteilen in mir, die ich ja zur Seite geschoben habe, mit den Schmerzen, ja, die ich wegdrücken musste, weil einfach keiner da war. Genau, das hast du sehr, sehr schön erklärt. Das ist richtig gut, dieses sich selber zu verlassen und auch, dass der andere dann dabei hilft, dass man sich selber regulieren kann und das alles verkraften kann, auch wenn es schlimm ist. Ja. Und das ist halt so dieses Krasse, dass eine feste Bindungsperson, also eine Person, mit der man sich verbinden kann und die sozusagen der sichere Hafen für uns ist und als
Kleinkind brauchen wir das halt eben, weil wir uns selber nicht regulieren können. Wir machen das über die Bindungsperson dann halt eben. Und wenn wir es selber nicht machen können, dann verlassen wir uns selber. Genau, und dass das reicht, selbst bei so ganz, 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 ganz schlimmen Scheiß, also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, das finde ich einfach so, das ist so krass und zeigt im Endeffekt, wie mächtig ja, dieses Grundbedürfnis ist und irgendwie auch, dass das der Ursprung tatsächlich ist von all dem, was wir als Wesen, als Menschen sind, also wie kraftvoll das wirklich, wirklich ist. Also ich finde das faszinierend in all dieser Grausamkeit, worüber wir da sprechen, wenn es um Traumatisierung geht. In all dieser Grausamkeit ist das irgendwie so wie das Licht in diesem ganzen Dunklen, was einem Menschen so passieren kann. Und natürlich, das ist jetzt nochmal ein anderer Grad, über den wir sprechen. Aber wenn du Probleme hast, sage ich mal, auf Menschen zuzugehen oder dieses Grundbedürfnis, die Schwierigkeiten einfach macht, Bedürfnis der Verbindung, dass du da merkst, dass du Schwierigkeiten hast, dann hast du in deiner Biografie auch irgendetwas erlebt, warum du so bist, ja, und warum es dir schwerfällt, dieses Grundbedürfnis auf eine gesunde Art und Weise zu befriedigen. Und vielleicht, hey, vielleicht versuchst du sogar alles, was geht. Du gehst ständig in Verbindung, ja, aber du erlebst vielleicht immer wieder denselben Scheiß, dass Menschen dich auf dieselbe abgefuckte Art und Weise behandeln und du fragst dich jetzt, ey, warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Ich gebe doch mein Bestes. Ich will das Gute. Ich opfere mich auch für die anderen. Aber es passiert nichts. Also du siehst keine Veränderung. Und das ist dann ein Zeichen, dass du irgendwo in einem Verhalten noch gefangen bist, was du aus deiner Kindheit kennst. Und das erzeugt diesen inneren Konflikt. Ja, und dann ist es oftmals so, so schwer, da rauszukommen und dieses antrainierte Verhalten, nenne ich es jetzt mal, zu durchbrechen und das wirklich anders zu gestalten. Selbst wenn du im Außen Handlungen vollführst, ne, also im realen Leben, die ganz anders sind als früher vielleicht, ja, du versuchst ein anderer Mensch zu sein, tief in deinem Inneren gibt es da so einen Kern, der glaubt das alles nicht. Der ist so krass darauf programmiert worden, dass du dir vielleicht sagst, ey, es ist egal, wie viel ich leiste, Mama und Papa werden mich nicht lieben für das, was ich bin. Und jetzt leistest und leistest und leistest und leistest und leistest und leistest und leistest du die ganze Zeit, aber du wirst nie anerkannt. Also du bekommst nie dieses Gefühl der Verbindung von anderen Menschen. Aber das ist gut. Das ist gut, dass du es nicht bekommst. Das ist sehr gut, weil darum geht es halt eben auch nicht. Also das ist ein krankes Muster, was man gelernt hat. Und das soll auch nicht mehr befriedigt werden. Also wenn du dich in so einem Teufelskreis befindest, dann erstmal analysieren, reflektieren und dann auch zu erkennen, ey, das ist gut. Weil das wirft mich jetzt zurück auf mein eigentliches Problem, was ich jetzt erkennen darf. Und vielleicht erkennst du es auch nicht alleine, weil das manchmal hochkomplex ist, diese Scheiße. Ja, hochkomplex. Da brauchst du dann vielleicht jemand anders, der da mal drauf schaut. Aber sich erstmal dann einzugestehen, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, ey, ich komme da vielleicht gerade auch alleine nicht mehr weiter oder ich komme da nicht weiter und brauche vielleicht Hilfe. Und auch zu sehen, durch das, was ich mache, bekomme ich nicht das gewünschte Ergebnis. Ja, dann habe ich irgendwas nicht erkannt, irgendwas nicht verstanden. Da muss man sich dann nochmal genauer hinsetzen und hinterfragen, was passiert da eigentlich. Genau, weil ich rede so, weil ich das selber aus meinem Leben einfach kenne und ich weiß, wie beschissen das ist, wenn du versuchst, das zu verändern, aber irgendwas in dir drin lässt dich immer wieder zurück in dieselbe Situation fallen, dass du immer wieder dieselben Menschen anziehst, immer wieder dieselbe Scheiße. Ja, und da, also wichtig da zu verstehen ist halt auch, so funktioniert das einfach nicht. Also das Beispiel, was du gerade gebracht hast, egal wie viel ich leiste, Mama und Papa werden mich nicht anerkennen oder ich muss immer noch mehr tun, vielleicht klappt es dann, und weil ich habe so oft erfahren, egal wie viel ich leiste, das, was ich da eigentlich nicht, was ich da eigentlich möchte, bekomme ich einfach nicht. Ja. Diese Anerkennung, diese Liebe für wer ich wirklich bin, und ich leiste und leiste und leiste, und es ist halt wichtig zu verstehen, so funktioniert das nicht. So funktioniert eben Liebe und Verbindung funktionieren so nicht. Ich habe gewisse Strategien gelernt, okay, so funktioniert Geld, so funktioniert
Sport und Gesundheit. Das kann ich alles auch selber beeinflussen und habe ich in meiner Hand. Bei Verbindung, das ist einerseits das Wunderschöne, andererseits auch das Schwierige, zu verstehen, ich kann nicht machen, dass irgendwer mich liebt. Auf die Art und Weise, ja, wie ich gerne geliebt werden möchte. Ja. Und wenn ich dieses Konzept von ich muss ganz viel leisten, aber früher gelernt habe als Kind, dann ist das ja eine Erklärung, die ich mir als Kind gebaut habe. Also ich habe die Liebe nie bekommen. Und dann ist meine Logik vielleicht, okay, ich muss jetzt ganz, ganz viel leisten, damit ich das dann kriege. Und wenn ich das mache und das und das und das, dann kriege ich das. Und das ist eine Logik, die ich mir als Kind baue oder als Teenager. Dann sehe ich vielleicht auch, oh, okay, die ist ganz hübsch hier, die, und die kriegt all die Aufmerksamkeit. Und wenn ich jetzt ganz, ganz hübsch bin, dann werde ich geliebt für wer ich bin. Und das ist dann eine Logik, die ich mir baue. Mhm. Und da muss ich halt einfach verstehen, okay, so funktioniert das aber nicht. Liebe und Verbindung funktioniert nicht so. Und in dem Bereich, egal wie mächtig ich bin, egal wie viel Einfluss ich habe, egal wie viel Strategien ich gelernt habe, egal wie viel 100.000 Abschlüsse und ich habe und Bücher ich gelesen habe, ich kann nicht machen, dass ein anderer mir seine Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, wenn er das nicht will. Ja. Und da ist ein 5-jähriges Kind dann mächtiger als ein, ja, jemand, der ein, also egal wie erfolgreich jemand ist, er kann nicht machen, dass dieses 5-jährige Kind auf jeden Fall ihn liebt, wenn das Kind das nicht will. Genau. Oder auch nicht kann. Genau. Hm? Ja, und das ist im Endeffekt, also wir gehen da auch schon wieder sehr in die Tiefe, ne? Das ist jetzt innere Kindarbeit, sowas machen wir halt auch im Coaching. Und man muss sich das halt so vorstellen für die Leute, für die das jetzt vielleicht so wie mein 5-jähriges Kind. Jetzt bist du ja vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist 40, ne? Aber mit 5 Jahren hast du das vielleicht aufgrund von einer Erfahrung so krass gelernt, ja, dass du leistest und leistest und leistest, aber irgendwie gibt es dafür keine Anerkennung oder das hat sich da gerade entwickelt, dass du dir denkst, boah, wenn ich nur das und das mache, dann haben Mama und Papa mich lieb, also versuche ich jetzt einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann musst du dir vorstellen, das ist wie, als wärst du hängen geblieben, ja, du bist hängen geblieben. Also in dir gibt es ein Kind oder einen Anteil, das ist jetzt ein fieses Wort, aber ich nenne es so, du bist hängen geblieben. Das hat sich nicht weiterentwickelt und glaubt das halt eben immer noch. Und im Coaching ist das halt so, dass wir zurück an diese Punkte gehen, an den Ursprung, und dann ist das so, dass man diese Kinder, diese innere Kinder einfach rettet, nenne ich es jetzt mal, rausholt aus diesen Situationen und in Einklang mit sich selber kommt. Also dass man eben dieses, dass man wie ein PC, der sich aufhängt, dass man das auflöst, dass der wieder normal funktioniert. Ja, und das ist da quasi genau dasselbe, dass wir zurückgehen in diese Situation, den Fehler beheben, der irgendwo entstanden ist, und dann funktioniert das Programm auch. Dann darf ich mich verbinden, ich kann mich verbinden und ich will mich vielleicht sogar verbinden. Ja, und das ist halt sehr, sehr krass, was da einfach möglich ist, und das ist nur ein Tool, was wir jetzt zum Beispiel benutzen. Genau. Ich hake da nochmal ein, weil vielleicht hast du mich missverstanden, weiß ich nicht. Vielleicht hast du es aber auch so verstanden. Was ich meinte tatsächlich mit diesem 5-jährigen Kind, mit diesem Beispiel, war, was ich meinte, ist, dass ein 5-jähriges Kind und die Macht hat, seine Liebe zu schenken oder nicht. Und dass das eine Macht ist, die jeder Mensch von uns hat. Und dass das eine Macht ist, die ja niemand einem anderen Menschen quasi nehmen kann. Also ich kann jemand anders nicht zwingen, und das ist etwas, was wir verstehen müssen als Menschen generell, dass ich das nicht machen kann bei jemand anders. Ich kann eine authentische Verbindung nicht erzwingen, sondern es ist etwas, was auf Freiwilligkeit basiert, was auf, ja, also genau, weil ansonsten ist es immer an der Oberfläche, und ich muss die ganze Zeit irgendetwas dafür tun und ich fühle, dass das nicht wahr ist. Absolut. Ich fühle das, und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich eine Verbindung habe, die auf Freiwilligkeit beruht, wo wirklich zwei Menschen authentisch in Verbindung miteinander sind, weil sie das möchten. Ja. Und das ist, ja genau, es ist einfach etwas anderes, als wenn ich mir das erkaufe, erarbeite, dann ist es immer ein Stück weit auch fake. Genau, ist auf jeden Fall fake. Und das ist ja genau authentische Verbindung. Dafür muss ich selber authentisch sein.
Ne? Also ich muss wissen, wer ich bin. Und da fängt es erstmal an, dass man sich selber akzeptiert, man muss sich selber kennen. Wenn ich mich selber mehr, also da gibt es kein Ende, ne? Du kannst dich immer weiter und weiter und weiter kennenlernen und immer authentischer werden. So, aber das Ding ist halt, wenn du Fake-Verbindungen in deinem Leben hast, dann bist du selber irgendwo fake. Ne? Also du bist selber irgendwo fake. Und das musst du verstehen, dass du dieses alles, was dich fake sein lässt, ja, ob du jetzt die Unwahrheit erzählst, um irgendwie cool dazustehen, ja, oder immer so tust, als wärst du der Erfolgreiche, der Harte oder sonst irgendwie sowas, nie deine weiche Schale zeigen kannst, oder gibt es ganz viele Sachen, wie sich das ausstrahlen kann. Aber dass du das behebst, weil wenn du authentisch wirst, dann trennst du dich auch von all diesen Fake-Leuten, weil du willst da gar nicht mehr mitspielen, du erkennst das auch, du hast eine andere Energie, diese Energie wirst du auch zwangsläufig dann irgendwann nach außen strahlen, dann ziehst du auch andere Menschen an, ja, die ebenfalls authentisch sind, und dann ist auch eine authentische Verbindung möglich. Aber wenn du selber noch in so einem Hamsterrad gefangen bist von falschen Glaubenssätzen, falschen Ideen, Konzepten, die du einfach gelernt hast, ja, und da bist du noch drin gefangen, dann ist es kein Wunder, dass du auch diese unauthentischen, unechten Beziehungen einfach noch hast. Weil irgendwo bist du dann nicht ganz im Reinen mit dir selber. Und wenn du aber ins Reine mit dir selber kommst, dann wirst du authentisch und ziehst auch authentische Beziehungen in dein Leben an, die immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer gehen. Ja, und da ist ganz wichtig, fang erstmal bei dir selber an. Ja, sorge dich nicht so viel um die anderen, weil die anderen sind im Endeffekt auch nur ein, also früher nicht, als Kind kannst du da nichts für, aber heute, ja, als erwachsene Person, klar, können wir jetzt auch sagen, ja, ich kann ja nicht raus, ich kann nicht anders handeln, ja, ich bin in meinen Verhaltensweisen gefangen, ja, aber du bist erwachsen und du hörst jetzt vielleicht diese Worte und kannst jetzt aufwachen, Mann. Ja, du kannst aufwachen. Hör diese Worte und nimm das bitte verfickt nochmal ernst. Und wach auf, dass du etwas an dir ändern musst, um andere Beziehungen in dein Leben zu ziehen. Die kriegst du nicht einfach so. Und niemand schenkt dir das. Und du musst dafür arbeiten. Und die erste Arbeit, die du zu tun hast, ist an dir selber. Ganz wichtig, an dir selber. Werde authentischer, löse deinen Scheiß. Du kannst nichts dafür, für das, was du erlebt hast. Kann ich auch nicht. Und trotzdem musst du es machen. Wenn du authentische Beziehungen in deinem Leben halt eben haben möchtest. Und wenn nicht, dann lass es halt sein, aber dann heul auch nicht. Ja, dann heul auch nicht, dann akzeptier das. Und ist ja gut. Jeder kann ja machen, was er will. Aber du musst bei dir selber anfangen. Das ist ganz, ganz essentiell. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, von innen nach außen. So funktioniert das Ganze. Nicht andersrum. Und dann ist es auch leichter, beziehungsweise das dann natürlich und automatisch, dass du deine Maske absetzt. Du weißt, bei was für Menschen. Dann hast du auf einmal Menschen, die dich verstehen. Da wirst du dich vielleicht die ersten Male wundern. Was? Krass. Ich werde jetzt nicht verurteilt. Was? Krass. Ich werde jetzt nicht runtergeredet. Was? Krass. Der S unterstützt mich ja immer noch. Ja. Obwohl ich so bin. Obwohl ich mich jetzt so gezeigt habe. Und das wird immer intensiver und tiefer und tiefer. Und dann wirst du die ganze Scheiße gar nicht mehr haben. Einsamkeit. Trotz Erfolg. Ja. Das trifft dann gar nicht mehr auf dich zu. Genau. Ja, so. Ah, sehr schön, Matthias. Das ist der Arschtritt, den wir von dir kennen. Die klaren Worte. Ja, so ist es. Ne? Und das, ich finde das richtig schön, weil das ist ja auch so dieses, okay, ich kann nicht machen, dass jemand anders mich liebt und anerkennt. Wenn er das nicht kann oder wenn er das nicht will, ich kann das einfach nicht machen. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine Verbindung haben kann, wo ich anerkannt werde und geliebt werde. Aber vielleicht nicht von den Personen, von denen ich mir das wünsche oder von denen ich es haben will. Und das ist das, da komme ich dann wieder zu mir zurück und darf mein Herz heilen und genau, fange bei mir an, weil, wie gesagt, beim anderen kann ich einfach nicht machen, bin ich machtlos. Aber das kann ich eben tun, zu mir zurückgehen und mein Herz heilen. Ja. Und wenn du merkst, ja, dass du von anderen Menschen Anerkennung haben möchtest, von bestimmten Menschen, und in der Regel ganz tief unten ist es immer Mama oder Papa, einer von beiden, ja, für wen du das tust, dann musst du diese Scheiße loslassen. Weil, wie Jasmin gesagt hat, du kannst nichts tun. Du kannst nichts in deiner verfickten Welt tun, dass die dich anerkennen. Kannst du nicht.
Du bist machtlos. Komplett machtlos. Und solange du das willst, wirst du machtlos bleiben. Das heißt, du musst aufhören, das zu wollen. Dieses Band musst du durchtrennen. Das bedeutet ja nicht, dass du nicht mehr in Kontakt mit deinen Eltern sein kannst, musst. Ja, dass du das weglassen musst. Aber du musst wissen, wie dieser Kontakt funktioniert. Dass du von denen nicht das bekommst, was du dir wünschst. Und dafür sind die auch nicht zuständig. Sind die nicht. Kein Mensch ist dafür zuständig. Niemand muss dich nett behandeln. Das ist leider so. Wir haben alle den freien Willen, können alle machen, was sie wollen. Und du kannst aber weiterziehen. Aufhören, deine Zeit zu verschwenden, dir etwas von Menschen zu wünschen, die deine Wünsche niemals erfüllen können. Niemals. Werden sie nicht. Aber, was ich dir sagen kann, wenn du dich veränderst und das in dir authentisch wird und du das gar nicht mehr willst, dann wirst du erleben, was passiert. Wirst du erleben, was passiert. Auch in der Verbindung dann zum Beispiel zu Mama oder Papa. Wirst du erleben, was passiert. Und sei gespannt. Sei gespannt, was dann passiert. Und dann willst du es aber gar nicht mehr. Weil du es gar nicht mehr brauchst. Das Leben wirft dich immer wieder zurück auf diese Scheiße, damit du es löst. Damit du es löst. Das ist wichtig. Das musst du erkennen. Du wirst immer wieder in dieselbe Scheiße geworfen, damit du schwimmen lernst. In der Scheiße. Und dich dann rausziehen kannst aus diesem Scheiße-Pool. Und wenn du raus bist, dann ist alles gut. Und du musst dir vorstellen, wenn du das weiter willst und dir das weiter wünschst, dann wirst du immer in deiner eigenen Scheiße schwimmen. Und ich denke nicht, dass du das willst. Weil das Leben ist kurz und du sollst deine Zeit einfach anders verbringen als so. Weil so machst du dich selber klein, zum Opfer, du kommst nicht weiter. So, Punkt. Ja. Ja, und wenn es dir um Einsamkeit geht, wenn du merkst, ich möchte Verbindung, ja, und du denkst, okay, ich kriege das mit Erfolg oder da bekomme ich die Anerkennung, die ich mir gewünscht habe, aber es geht mir halt um die Anerkennung. Es kann ja auch sein, dass ich das, was ich tue, liebe und erfolgreich sein möchte und viel Geld zu haben, war immer auf meinem Plan und das möchte ich, dann mach das auf jeden Fall weiter. Aber wenn du merkst, beziehungsweise und wenn du merkst, es geht aber trotzdem auch um Verbindung, um Einsamkeit, die ich fühle, dann ist eben dieser Prozess wichtig, dass du dich darum kümmerst, weil an der Stelle vom Erfolg garantiert dir das niemand. Und warum ist das mit dem Herzheilen auch so wichtig? Das ist auch deswegen wichtig, weil ich dann überhaupt erst in der Lage bin, auch authentische Verbindung zu haben zu Menschen, die das eben auch geben können. Denn wenn ich ganz viele Messer in meinem Herzen habe, ja, und die dann noch drin sind, dann wird eben auch der Kontakt zu Menschen, die aber eine authentische, gute Beziehung eingehen könnten, eine Verbindung, eine echte Freundschaft, wird trotzdem schwierig, weil Menschen dann einfach schnell an diese Messer kommen, ja, und das vielleicht nur anstupsen und dann spüre ich aber eben wieder diesen ganzen Schmerz, weil dann noch so viel alter Schmerz drin ist. Mhm. Oh, und der Prozess, sage ich auch ganz ehrlich, der ist nicht immer einfach. Also der ist nicht einfach, weil das eben bedeutet, dass ich auch diese Messer vorsichtig rausziehen muss und dafür muss ich auch anerkennen, okay, ich wurde verletzt und auch wenn ich richtig krass bin, ja, und auch einfach viele Sachen hingekriegt habe, habe ich trotzdem ein Herz, was verletzbar ist und was verletzt wurde. Ja, das hast du schön erklärt. Genau, und ich erinnere mich, du hast am Anfang gesagt, dass du auch das kennst, also Einsamkeit trotz Erfolg, und dass du schon sehr, sehr früh eine Erfahrung gemacht hast, die im Zusammenhang damit steht. Magst du deine Erfahrung auch noch schildern? Ja, sehr gerne. Ja, also ich würde sagen, viele Erfahrungen, ne? Also bei mir ist das so gewesen, dass ich sehr lange eine Fassade aufrechterhalten habe, weil ich gedacht habe, okay, so muss das halt sein. In der Schule sehr erfolgreich war und ja, 1er-Durchschnitt und Freunde und Hobbys und Nebenjob und das sah alles sehr perfekt aus und genau, das habe ich lange aufrechterhalten, dann im Studium auch weiterhin und dann hatte ich ja mit Mitte 20 so meinen Crash und bin ja in der Klinik auch gelandet und ja, aufgrund von, ne, Gewalterfahrungen, die ich gemacht hatte und ne, ja, eine sehr, muss man wirklich sagen, auch schwierige Geschichte und
genau, dieser ganze, ich sag mal, Erfolg und die Fassade früher im Außen, das war halt das, was ich dachte, was ich tun muss, um geliebt zu werden. Ja. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr aufrechterhalten, weil das ja schon sehr heftig auch war, was ich so erlebt habe. Konnte ich einfach nicht mehr. Das war natürlich sehr hart. Und gleichzeitig in dieser Härte habe ich dann aber auch erlebt, okay, wer sind die Menschen, die da noch bleiben, wenn es so fucking hart ist? Wo werde ich abgewertet, weil ich einfach nicht mehr funktioniere? Das ist nicht schön, sage ich ganz ehrlich, das ist wirklich nicht schön. Und das ist aber dann auch ein Prozess, wo du aussortierst. Und genau, das passiert auch nicht alles auf einmal, sondern auch ja, Stück für Stück. Und da habe ich aber sozusagen mit 25 schon meine Midlife-Crisis gehabt und dann eben, ja, gesehen, okay, es ist wirklich wichtig, mich um mich zu kümmern. Und das hat halt dazu geführt, dass ich einfach viele Sachen gemacht habe und viele Sachen mache, weil ich weiß, das Leben ist endlich, es ist nicht garantiert, dass alles so weiterläuft, wie es ist, und die glitzernde Fassade von, hey, alles toll, alles super, und im Außen die Noten, also bei mir waren es einfach die Noten, ja, es war jetzt irgendwie kein Unternehmen, also sowas war es jetzt nicht, oder genau, bei mir waren es halt Abschlüsse, Noten und ja, soziale Dinge, ja, die, womit ich lange gedacht habe, okay, damit kann ich mir die Liebe verdienen, sozusagen, um dann zu merken, das Bullshit, authentische Verbindung funktioniert überhaupt nicht so. Ja, ich muss lernen, mich selber anzuerkennen und die Dinge zu tun, die mich glücklich machen und die ich machen will. Und ich habe für mich halt wirklich entschieden, was mir extrem wichtig ist, ist, wenn ich auf meinem Sterbebett liege, ich will nicht denken, oh, das habe ich nicht gemacht, die Person habe ich nicht angesprochen, dahin bin ich nicht gereist, das habe ich nicht ausprobiert, mit diesen ganzen, was hätte, was wäre, wenn, zu sterben, ja, und nicht zu leben, also in diesem Fake zu leben und nicht in der authentischen Verbindung. Und lieber probiere ich das und fliege auf die Schnauze und merke, hier geht's nicht und hier geht's nicht und hier geht's nicht, aber wenigstens bin ich losgegangen. Und hab's gemacht. Und genau, und wenn man dann an so einem Punkt ist, wo man merkt, hey, okay, jetzt werde ich anerkannt, für wer ich bin. Ey, da gibt's Leute, die sehen mich und die verstehen mich, für wer ich halt wirklich tief innen drin bin. Das bringt halt, das bringt eine Ruhe. Ne? Mhm. Und das setzt aber auch voraus, dass ich mich zumindest zum Teil halt auch sehe. Und das ist dieser Weg eben der inneren Arbeit. Ja, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Also, ja, genau. Ist auch nochmal schön zu sehen, dass das nochmal andere Art von Erfolg ist und dann aber auch gleichzeitig diese Einsamkeit zu spüren durch halt, ne, die Noten. Da sieht man halt, ne, das kann ja alles sein, wirklich, was man halt eben für sich als Erfolg definiert. Und genau, und da will ich auch gerne einhaken, dass das aber eben auch wichtig war auf meinem Weg, dass ich das so gemacht habe. Also ja. das war auch gut, und ich sag mal, ein guter Abschluss, das löst einem ja auch ein Ticket für bestimmte Dinge. Sonst hätte ich ja auch nie Psychologie studieren können, sonst hätte ich meinen Weg einfach so auch nicht machen können. Das ist ja jetzt auch nicht alles nur sinnlos, überhaupt nicht. Das ist, Bildung ist wichtig. Ja, diese ganzen Lösungen, die wir auf dem Weg finden, um auch unseren, ja, vielleicht Schmerz zu überdecken oder einfach auch weiterzumachen im Leben, weil es jetzt gerade nicht möglich ist, mit dieser authentischen Verbindung da zu sein. Die sind wichtig, und auch da diese ganze Arbeit, die man investiert, da hat man was von, das ist anzuerkennen, das ist auch krass, finde ich. Und gleichzeitig ist es aber nicht die Lösung für authentische Verbindung und dass ich mein Herz heile. Das ist halt einfach nicht, das funktioniert anders. Ja, definitiv. Also da hat man dann gelernt, irgendwas wieder zu leisten, zu machen, und eigentlich will man aber dadurch eine Verbindung aufbauen, und das funktioniert so nicht. Ich denke, das haben wir auf jeden Fall klargestellt in diesem Podcast, dass das so nicht die Lösung ist. Und falls du dich da draußen jetzt aber in so einer Situation einfach befindest, dass du dir vielleicht auch denkst, ich muss irgendwas leisten, irgendwas aufbauen, ich muss mir Liebe verdienen etc., dann hoffe ich sehr, hoffen wir, dass dir das jetzt geholfen hat, was wir dir mitgegeben haben. Und wenn du dich an diesem Punkt befindest, dann ist es wirklich, wirklich wichtig, dich mal hinzusetzen und zu reflektieren
und zu schauen, was du da eigentlich tust und was du eigentlich wirklich tief innen drin möchtest. Besser jetzt als in 5 Jahren, wenn das Leben dich dann das 18. Mal darauf zurückwirft, ey, eigentlich geht es dir hier um Verbindung, Kollege, Kollegin, mach das. Deswegen setz dich lieber mal hin und hinterfrage, was du gerade tust. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du merkst, du bist halt selber in einem inneren Konflikt gefangen und kommst da irgendwie nicht raus, dass du immer wieder im Außen, hey, dieselben Erfahrungen machst, dieselben Menschen anziehst und das verändert sich irgendwie nicht. Ja, also du wirst nicht erfolgreich im Bereich Verbindung, zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen. Du hast da verschiedene Ängste, weil du vielleicht auch viel Scheiße durchgemacht hast in deiner Biografie. Kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du denkst, ey, wir zwei sind die richtigen Ansprechpartner für dich, dann melde dich bei uns, bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch und dann lösen wir den Scheiß einfach auf. Das machen wir tagtäglich, innere Kämpfe bei Menschen aufzulösen und dann ist das auch möglich, dass du rausgehst mit einer anderen Energie, mit anderen Überzeugungen, mit anderen Glaubenssätzen, mit anderen Gefühlen. Und vielleicht sogar Freude daran hast, dann eine zwischenmenschliche Beziehung und eine tiefe Verbindung auf Dauer einfach aufzubauen. Genau, ja. Absolut. Und wenn du sagst, nee, die Nase passt nicht, ja, also nee, auf die beiden habe ich keinen Bock, dann ist das auch in Ordnung. Nee, Aber das ist nicht erlaubt. Jasmin, was machst du da? Das ist nicht ja, erlaubt. genau, wir Du kommst zu erzählen. uns, Kollege! Hast verstanden? Ich hoffe, du Genau. hörst das jetzt nicht mit Kopfhörern. Ich glaube, das war ziemlich laut. Absolut, nee, wir sagen, die Grundvoraussetzung ist der freie Wille, aber was wir machen, ist auf jeden Fall die Menschen zu zwingen, ins Coaching zu uns zu kommen. Das ist absolut logisch. Genau, eben noch von freier Wille Genau, eben geredet. noch von freier Wille gesprochen und genau, aber bei uns geht alles mit Zwang. Nee, natürlich nicht, so, deswegen sage ich das. Ja, das ist die Grundvoraussetzung und wenn du sagst, also und kümmere dich aber drum, ja, kümmere dich drum. Ja. Und wenn du sagst, jo, bei den beiden, das könnte passen, dann herzlich gerne. Und genau, Link findest du unten. Genau, in der Beschreibung kannst du mal draufklicken. Und ja, ich glaube, fällt dir noch was ein? Müssen wir noch irgendwas sagen, zusammenfassen? Eigentlich haben wir es schon gemacht, oder? Ich würde noch mal kurz einfach zusammenfassen. Ja, mach du das mal. Du hast das Erstens, bessere Gehirn, was sowas anbelangt. Ja. ich mag Struktur. Genau. Also erstens, definiere, was bedeutet für dich Erfolg. Zweitens, das, was du bisher gemacht hast, um Erfolg zu bekommen, ist wertvoll. Ja, es geht nicht darum zu sagen, das ist wertlos, nichts wert, oder? Nein, das nicht. Aber drittens, wenn es dir um Verbindung geht, das funktioniert anders. Authentische Verbindung, dafür musst du dein Herz heilen, du musst sortieren, wer sind die Menschen, die wirklich zu mir passen und die das auch können. Genau. Und viertens, du musst dafür arbeiten. Ja, es gibt es nicht geschenkt. Es ist nicht morgen, machst du die Tür auf und es liegt glitzernd vor deiner Haustür, so funktioniert es leider nicht. Nee, überhaupt nicht. Man muss für alles arbeiten. Genau. Genau. Speziell für die Dinge, die einem schwerfallen. Ja. Und fünftens ist es aber möglich. See. Genau. Absolut. Okay. Ja, perfekt. Vielen Dank, Jasmin, Ich danke dir. für alles, was du mit uns geteilt hast. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr uns jetzt zugehört habt, zugeschaut habt. Und wenn ihr weitere interessante Themen habt oder Fragen auch aufbauend auf dieser Thematik, gerne in die Kommentare schreiben. Lasst uns wissen, wie ihr denkt, wie ihr fühlt. Dann können wir darauf auch nochmal Bezug nehmen, vielleicht auch extra Videos gestalten, um euch da einfach weiterzuhelfen. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier reinzieht. Und liebe Leute da draußen, bitte, 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 bitte bleibt unbesiegbar. Absolut. Ja, und teilt uns auch gerne mit, wenn ihr bestimmte Punkte habt aus dem Podcast, wo ihr sagt, okay, das war cool, das habe ich mitgenommen. Das hat mir weitergeholfen, das interessiert uns auch. Und ja, dann geht raus in euren Tag, ein Schritt nach dem anderen, aber was machen. Und wir freuen uns, euch wiederzusehen, wieder zu, ja, wir freuen uns, euch Wir wiederzusehen. freuen uns einfach. Ja, genau. Genau. Punkt. So, Okay. genug geredet hier. Alles klar. Dann einen wunderschönen Tag noch euch. Bleibt unbesiegbar. Ciao. Du hast Angst, fühlst dich minderwertig, lebst in Abhängigkeit oder im Mangel, zweifelst an dir selbst. Du weißt, du könntest mehr, aber kommst irgendwie nicht voran, blockierst dich oder fühlst dich gefangen in dir. Eine Frage: Wie lange willst du so noch weitermachen? Das Leben ist begrenzt. Also, tu etwas! Tu
tu etwas. Du hast grenzenloses Selbstbewusstsein und Wachstum verdient. Und du musst es satt haben, so weiterzumachen wie bisher. Bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.thenextlevel.de. Und wir bringen dich mit einem absoluten Turbo in der Blockadenlösung super schnell wieder zurück zu dir selbst, sodass du jeder Situation souverän begegnen kannst und ein selbstbestimmtes Leben führst. Hast du's satt? Dann freue ich mich auf dich. Dein nächstes Level ist Level. Yes! Yes!